Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin Inge Schneider, verehrter Herr Landesbischof Dr. Frank Ottfried Juli, ich darf auch die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitz des Theologischen Ausschusses, Herrn Dr. Karl Hardecker und Herrn Dekan Ernst Wilhelm Gohl recht herzlich begrüßen und Sie alle, meine Damen und Herren Synodalen und Vertreter des Oberkirchenrats. Ich muss mich etwas entschuldigen, dass ich jetzt so eine lange Rede halte. Ich habe einfach zurzeit zu wenig Zeit, um das eine kurze, gehaltvolle Rede zu halten. Sie wissen das aus eigener Erfahrung, da muss man sich dann noch mal ein paar Stunden hinsetzen. Also da darf ich ein bisschen um Verzeihung bitten, dass es manchmal etwas langatmig wird. Ich will noch mal mich recht herzlich bedanken, das ist mir natürlich eine große Ehre, dass ich vor Ihnen sprechen darf, aber ich habe das auch gerne wahrgenommen. Zu diesem wichtigen Thema, das aus Sicht eines Amtsträgers in der säkularen Gesellschaft zu sprechen und auch ein bisschen mit ein paar katholischen Rückfragen. Auf der Homepage eines Unternehmensberaters habe ich folgende Überschrift gelesen: Rechtfertigung schwächt. Und ein paar Zeilen später sogar: Wer sich rechtfertigt, macht sich klein. Und streichen Sie Rechtfertigungen aus Ihrem Leben. Ja, so ist es heutzutage. Rechtfertigung passt nicht so richtig zum modernen, selbstbewussten Menschen. Er erklärt sich, aber er rechtfertigt sich nicht. Von Rechtfertigung wollen heute viele nichts mehr wissen. Wie anders war es doch bei Martin Luther. Er hatte ein großes Rechtfertigungsbedürfnis. Wie die meisten seiner Zeitgenossen hatte er im Wortsinne eine Höllenangst. Eine existenzielle Angst, dass egal, was der Mensch an Gutem tut oder zumindest will, dieses niemals reichen würde, um vor Gottes Gericht bestehen zu können. Denn der Gott, an den die Christen damals glaubten, war ein richtender und strafender Gott, ein Gott, der die Menschen an ihren Sünden misst und sie entsprechend zur Rechenschaft zieht. Um dem zu entgehen, brauchte es die Kirche, die zwischen dem sündigen Menschen und dem strafenden Gott vermittelte. Sie erlegte dem Sündler Handlungen auf, die ihn vom Pfad der Sünde wegbringen sollten. Damit sollte das durch die Sünde entstandene Ungleichgewicht austariert und das Strafgericht Gottes vermieden werden. Anders gesagt, ein Tauschgeschäft, Sündenerlass gegen Bußhandlung. Damalige kirchliche Praxis hatte die Beziehung zwischen Gott und Mensch also reduziert auf eine Art Handelsbeziehung, und die Kirche hatte mit dem Ablasswesen daran auch noch gut verdient. Reicht das? Kann ich mir sicher sein, dass meine guten Taten die Sünden aufwiegen? Egal wie viel die Menschen auch aufwandten, ihre existenzielle Angst blieb trotzdem. Und das Ablasswesen trieb so immer buntere Blüten. Das lag am damaligen Rechtfertigungsbegriff. Gerechtfertigt war, wer sich im Prozess als gerecht erwiesen hat. Er war unschuldig, er hatte nach Recht und Gesetz gehandelt. Seine frühe Wurzel hatte dieses Verständnis im Rechtfertigungsbegriff des alten Israels. Wer sich im Gerichtsverfahren als unschuldig erwies, wurde als gerecht bezeichnet, nicht nur als unschuldig. Es wird also eine positive Aussage getätigt: Dieser Mensch hat richtig gehandelt im Sinne der Gemeinschaft, also bleibt er auch Teil dieser Gemeinschaft, wird nicht ausgeschlossen. Ein, wie es der ehemalige methodistische Bischof und ACK-Vorsitzende Walter Kleiber nannte, Freispruch zum Leben in der Gemeinschaft. Heute dagegen meint sich Rechtfertigen
eine nachgeschobene Begründung für eine Handlung. Wer sich einem Vorwurf ausgesetzt sieht, rechtfertigt sich oft mit Gründen, die außerhalb seines Einflusses liegen. Man entzieht sich der Verantwortung, am Schlamassel sind andere schuld, nicht man selber. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich Rechtfertigen so ein schlechtes Image hat. Und deshalb hat es auch der eingangs zitierte Coach ja so kritisiert. So wenig aber der Mensch sich vor Gericht selber freisprechen kann, so wenig kann er sich vor Gottes Gericht selber rechtfertigen, also als Gerechter behaupten. Auf dieses Problem haben die Reformatoren aufmerksam gemacht. Sind wir wirklich gerecht vor Gott, weil unsere religiösen Leistungen unsere Sünden überwiegen? Oder nicht vielmehr, weil Gott uns gnädig ist? Sind es wirklich wir, die Gottes Gericht beeinflussen können? Oder ist es nicht doch allein Gott, der sich erbarmt? Gegen das trügerische Bild eines Gottes, der mit sich handeln lässt, setzte die Reformation das Bild eines gnädigen Gottes, eines Gottes, der dem Menschen Gnade erweist, von sich aus und ganz ohne menschliches Zutun. Gerecht aus Gnade, also nicht, weil man Recht hat, Recht ist oder sich rechtfertigt, sondern weil Gott den Menschen gerecht macht, aus Liebe, ohne jede Vorleistung, ohne Gegenleistung, ja, man muss sogar sagen, völlig unverdient. Und das ist ein völlig anderes Rechts- und Gerechtigkeitsverständnis, als wir es sonst kennen. Unser gesellschaftlicher und politischer Begriff von Gerechtigkeit hat immer etwas mit Gleichgewicht und Ausgewogenheit zu tun. Etwas ist gerecht, weil das, was man gibt, dem entspricht, was man bekommt. Oder etwas ist gerecht, weil es das zubilligt, was einem zusteht oder was einer braucht oder was auch alle anderen haben. Was wir gemeinhin als gerecht empfinden, muss, wie es der Politikwissenschaftler Frank Nullmeier in der Schriftenreihe zum Reformationsjubiläum formuliert hatte, in irgendeiner Weise reziprok, also gegen- oder wechselseitig sein. Gottes Gerechtigkeit ist nach reformatorischem Verständnis aber gerade nicht reziprok. Seine Liebe, seine Gnade, seine Erlösung sind völlig einseitig, sie sind vorbehaltlos, bedingungslos, also sind ein Geschenk. Ja, noch mehr, der Mensch, der sich selber ins Unrecht gesetzt hat und als gottloser Sünder völlig zu Recht Strafe verdient hätte, findet vor Gott Anerkennung. Der eindeutig Schuldige wird von Gott freigesprochen. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Das ist die eigentlich theologische Zusage, die sich mit unserem alltäglichen Rechtsempfinden und Gerechtigkeitsgefühl nicht verträgt. Denn in unserer heutigen Rechtsprechung wäre das im Strafprozess eine Rechtsbeugung, mit der sich der Richter strafbar machen würde. Obwohl wir in unserem Rechtssystem eine solche Gnade in gewisser Weise auch kennen, die Verfassung billigt sie ja dem Ministerpräsidenten zu. Das Gnadenrecht erlaubt es mir als Ministerpräsident unter bestimmten außergewöhnlichen Bedingungen, Härten und Unbilligkeiten strafgesetzliche Entscheidungen auszugleichen. Gleichwohl bleibt auch dieses Gnadenrecht im reziproken Grundgedanken treu, denn der Gnadenspruch ändert nichts am strafgerichtlichen Schuldspruch, sondern mildert allenfalls Strafe oder Vollstreckung. Und er soll ja gerade mögliche Ungerechtigkeiten in der Umsetzung des Urteils ausgleichen. Deswegen wende ich diese Gnade extrem selten an. Ja, weil es ja sonst die rechtlichen Verfahren in Frage stellen würden. Also zum Beispiel wende ich es an, wenn schwere Krankheiten einen Gefängnisaufenthalt nicht mehr sinnvoll entscheiden lassen. Ja, das wäre solch ein Grund.
Also selbst wo wir diese Gnaden kennen, ist sie doch auf Wechselseitigkeit angelegt. Ansonsten würden alle anderen solch einen Gnadenspruch als zutiefst ungerecht, als nicht gerechtfertigt, um im Bild zu bleiben, empfinden. Gestatten Sie mir als Katholik an dieser Stelle aber auch eine nachdenkliche Rückfrage. Gerechtfertigt aus der einseitigen Gnade Gottes erfahre ich eine neue grundsätzliche Freiheit. Aber besteht durch diese Unmittelbarkeit der Beziehung zwischen mir und Gott nicht auch die Gefahr eines gewissen Heilsindividualismus? Weil es nur noch um mich geht, und führt nicht der radikale Verzicht auf die Heilsrelevanz meiner persönlichen Leistung zu einem Gesinnungsüberschuss? Müssen wir uns nicht doch auch an unseren Taten messen lassen? Auf die rechte Gesinnung kommt es dabei vielleicht so gar nicht immer so sehr an. Denn selbst aus der ungerechten Gesinnung heraus hat man seinen Lohn schon empfangen, wie es in Matthäus 6 heißt. Es geht bei meinen Werken nicht nur um meine Motivation, sondern auch um den Empfängerhorizont. Denn dem, der die Hilfe empfängt, ist es vielleicht egal, warum er sie empfängt und warum ihm geholfen wurde. Eine Handlung erzeugt auch ohne die eigentliche Gesinnung des Handelnden eine Wirkung. Das bedeutet, wenn schon meine Werke nicht zur Rechtfertigung führen, so muss wenigstens meine Rechtfertigung zu Werken führen. Die mir geschenkte Befreiung darf nicht bei mir stehen bleiben, sondern muss in dem Einsatz für die Freiheit aller münden, so wie bei Paulus. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Zur Freiheit muss also auch die persönliche Verantwortung kommen. Ganz ohne Werke geht es dann also doch nicht. Also, ich komme jetzt zur Frage der Rechtfertigungslehre und des gesellschaftlichen Zusammenlebens heute. Kann denn dieser radikal andere Rechtfertigungsbegriff der Reformatoren für unser heutiges Zusammenleben, für unsere heutige Gesellschaft und unser politisches System überhaupt etwas austragen? Ich denke schon, wenn auch nicht so direkt und unmittelbar, wie sich das manche Anhänger der Rechtfertigungslehre vielleicht wünschen mögen. Aber ich sehe schon sehr grundsätzliche Berührungspunkte. Rechtfertigung und Freiheit. Zunächst, wer glauben darf, dass er aus Gottes Gnade gerechtfertigt ist, erfährt sich als frei. Er ist befreit vom ständigen Zurückschauen auf die eigenen Taten und Untaten, vom ängstlichen Bilanzieren zwischen guten und schlechten Handlungen. Er ist befreit vom existenziellen Druck, für sein ewiges Heil alles selber leisten zu müssen und dabei als sündiger Mensch doch nie genügen zu können. Er ist befreit von der tiefen Angst, dass es zum Schluss doch nicht reichen könnte. Er ist einfach frei. Und zwar deshalb, weil er weiß, dass es gar nie reichen kann und deswegen Gott ihm mit seiner Liebe und Gnade zuvorkommt. Und gerade weil der Mensch sich solchermaßen frei erlebt, wird er guten Muts, fängt er an, nach vorne zu schauen, und er wird frei für eigenes Tun, für eigenes Handeln. Vornehmste Aufgabe der Politik ist es nun und muss es sein, diese existenzielle Erfahrung von Freiheit auch abzusichern und zu ermöglichen. Um diese Freiheit muss es also in der Politik gehen. Denn so ist es, wie die Philosophin Hannah Arendt es formuliert hat, der Sinn von Politik ist Freiheit. Nur wo Politik diesen Raum der Freiheit garantiert, können die Menschen in ihrer radikalen Pluralität auch Mensch sein.
Kein Mensch ist wie der andere. Jeder Neugeborene ist ein radikaler Neuanfang, weil er ist, wie noch kein Mensch vor ihm war und nach ihm sein wird. Und deswegen kann er etwas ganz Neues denken, etwas ganz Neues anfangen, was vor ihm noch niemand gedacht oder getan hat. Und die Politik muss nun dieses Zusammen- und Miteinandersein der Verschiedenen organisieren. Den Menschen gibt es für Hannah Arendt in der Politik nur insofern, als sich die Menschen als verschiedenste gleiche Rechte garantieren. Das Ende der Politik sei es jedoch, wenn diese sich nicht mehr an dem Bild der griechischen Polis, dem Ort des Zusammenlebens der Verschiedenen, sondern am Bild der Familie, dem Ort des Zusammenlebens der Gleichen ausrichte. Und dies erleben wir im Moment sehr deutlich in der amerikanischen Politik, aber auch im Denken rechtspopulistischer Parteien. Dort kommt es, um nochmal mit Hannah Arendt zu sprechen, zu der grundsätzlichen Perversion des Politischen, weil es die Grundqualität der Pluralität aufhebt oder vielmehr verwirkt durch die Einführung des Begriffs Verwandtschaft. Wir dürfen deshalb in der Politik niemals nachlassen, für die Verschiedenheit der Menschen einzutreten, denn nur in dieser Verschiedenheit macht dann das Wort Freiheit überhaupt einen Sinn. Der Sinn von Freiheit ist ja Differenz. Ja? Und also nicht nachlassen, für diese Verschiedenheit einzutreten und ihnen die gleichen Rechte zu garantieren, unabhängig von Geschlecht, Bildung, Nationalität, Hautfarbe, Religion oder auch sexueller Orientierung. Also im Kern ontologischen Kategorien. Und das war auch das Anliegen heute im Bundesrat, wo es um die Ehe für Gleichgeschlechtliche ging, dass wir heute aus diesem Denken heraus diskutiert haben. Ein zweites. Wenn Gott selber ist, ist er mir in meiner Endlichkeit und trotz aller Sündhaftigkeit bedingungslose Anerkennung schenkt, dann ist das die Wurzel einer Menschenwürde, die allen Menschen einfach so zukommt. Gott hat den Menschen erschaffen, das heißt, er will ihn so, wie er ist. Und Gott hat die Menschen erlöst, das heißt, er nimmt sie so, wie sie sind. Und die Würde des Menschen ergibt sich aus dieser Gottebenbildlichkeit und dieser Gottverwiesenheit. Sie zeichnet die Menschen mit Gleichheit, Freiheit und Individualität aus, kennzeichnet sie aber auch zugleich als unvollkommene, sündige und erlösungsbedürftige Geschöpfe. Der Mensch hat seine Würde nicht, weil er wie Gott ist, sondern weil er von Gott und auf ihn hin ist. Mehr Würde geht nicht. Diese Würde müssen die Menschen sich eben nicht erkämpfen, nicht verdienen. Sie können überhaupt nichts dazu. Sie ist einfach schon da von Gott her. Und deshalb können und dürfen wir Menschen an dieser Würde auch nicht rühren. In eben diesem Duktus stellt unser Grundgesetz fest, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist das eigentlich christliche Desiderat unserer Verfassung. Denn verbunden mit Artikel 79 unserer Verfassung genießt ja dieser Artikel Ewigkeitsgarantie. Und dieses Unantastbare heißt ja, religiös gesprochen, die Würde ist heilig, denn nur das Heilige durfte man ja nicht anfassen. Nicht? Also das, und wenn Sie unsere Verfassung noch mal anschauen, dann baut sie wie auf einer umgedrehten Pyramide auf, an deren Grund diese Menschenwürde steht, die wir einfach alle haben und sie uns nicht verdienen müssen.
Deswegen ist es die Aufgabe der Politik, diese unverbrüchliche Menschenwürde zu schützen, mit allen Kräften, gegen alle Versuche, die Würde des Menschen an seinem Marktwert zu messen, an seiner körperlichen und geistigen Unversehrtheit, an seinem Nutzen für die Gemeinschaft oder an seiner Zugehörigkeit zu einem angeblichen Volkskörper. Ein drittes. Wenn Rang und Verdienst keine Rolle spielen, sondern alle Menschen aus der Gnade Gottes leben, sind auch alle gleich. Es gibt keine Hierarchie religiöser Leistungs- oder Würdenträger. Ganz paulinisch, wie etwa im Römerbrief, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Jesus Christus. Kann man sich da noch rühmen? Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein. Es ist Aufgabe der Politik in der Gesellschaft, für die Gleichheit aller Lebensbedingungen und der Chancen zu sorgen. So wie es im Grundgesetz heißt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf benachteiligt oder bevorzugt werden. Deswegen, um mal das an einem Beispiel zu entfalten, bedrückt es mich sehr, dass in Deutschland noch immer der Zugang von Kindern und Jugendlichen zur Bildung wesentlich durch die soziale, oder sagen wir besser, der Erfolg in der Bildung wesentlich durch die soziale Lage des Elternhauses geprägt ist. Wieder hat in diesen Tagen eine Studie, dieses Mal der im Herbst erscheinende Hochschulbildungsreport des Stiftungsverbandes und der Unternehmensberatung McKinsey, belegt, dass die soziale Herkunft über den Bildungserfolg an Schule und Uni entscheidet. Es ist trotz aller Anstrengungen auch in Baden-Württemberg noch nicht anders. Vergleicht man 100 Kinder von Akademikern mit 100 Kindern von Nicht-Akademikern, so schaffen es bei den Akademikerkindern 10 bis zur Promotion, bei den anderen einer. Bedenkt man aber, dass es 5-mal mehr Nicht-Akademikerkinder gibt, wird das Missverhältnis noch krasser. Nicht das darf eigentlich sein, nicht sein, und deswegen müssen wir alles tun, dass sich dies auch ändert. Noch ein letzter Bezug. Gottes Rechtfertigung ist bedingungslos. Sie ist, wie schon deutlich gemacht, nicht an eine Vor- oder Gegenleistung des Menschen gebunden. Unsere Gerechtigkeits- und Rechtspraxis, aber auch darauf hatte ich eingangs da schon hingewiesen, beruht auf Gegenseitigkeit und Ausgleich. Müsste aber nicht die Bedingungslosigkeit der Zuwendung, Liebe und Gnade Gottes Vorbild für ein sozialstaatliches Handeln bei uns sein? So wie dies für Freiheit, Menschenwürde und Gleichheit auch der Fall ist. Nicht zwar wird jetzt unser Sozialsystem von einer Solidargemeinschaft getragen, Steuer wächst progressiv, Reichere zahlen proportional mehr als Ärmere, Krankenkassenbeiträge orientieren sich am Einkommen der Mitglieder, die Leistung steht aber alle gleichermaßen zu, auch das Arbeitslosengeld speist sich nicht nur aus den eigenen eingezahlten Beiträgen. Und in der Rente werden nicht nur die eigenen Beiträge berücksichtigt, sondern auch Ausbildungs- und Erziehungszeiten und anderes mehr. Das ist natürlich auch der Unterschied zwischen einer Krankenkasse und einer Lebensversicherung. Letztlich aber bleibt das System trotz allem dem Grundgedanken der Analogie treu. Was einer Einzahlung beiträgt, soll sich auch adäquat widerspiegeln in dem, was er später rausbekommt. Ja, außer bei der Krankenkasse, wenigstens im Basisbedarf. Seit einigen Jahren wird jedoch die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens vorgetragen, in unterschiedlichen Varianten und neuerdings in Finnland auch testweise mit einigen Bürgern ausprobiert. Die Idee ist, dass jeder Bürger einen Sockelbetrag bekommt, der nicht schon vorher von den Empfängern erarbeitet werden musste oder an sonstige Bedingungen geknüpft ist. Es kommt natürlich der biblischen Bedingungslosigkeit schon sehr viel näher.
Die Befürworter erhoffen sich dadurch weniger Bürokratie, mehr Anreiz für Arbeitslose, auch kleinere Jobs anzunehmen und ein positiveres soziales Klima mit weniger psychischem Druck für die Betroffenen. Und es geht um eine Entkopplung des Existenzminimums von der Arbeit. Das ist fraglos eine große visionäre Idee, gibt natürlich viele Unwägbarkeiten und offene Fragen, nicht nur wegen der Finanzierbarkeit, sondern auch, ob sie die gesellschaftliche Teilhabe der Betroffenen garantiert. Die läuft nun mal wesentlich über die Arbeit. Und das ist ja immer unser höchstes Ziel, Vollbeschäftigung zu bekommen. Und da ist natürlich die Gefahr, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen vielleicht eher auch eine Isolation alimentiert und verstärkt. Es verlangt ja schon auch viel verantwortliche Selbststeuerung von den Beziehern. Ich meine, vielleicht ist im Moment die Zeit einfach noch nicht reif für eine Idee. Bis dahin sehe ich eine gute Möglichkeit in einer bedarfsorientierten, auskömmlichen Grundsicherung, zumal auch die Armut unterschiedliche Gründe und Bedingungen hat und nicht pauschal mit einem Grundeinkommen beantwortet werden kann. Die Situation von Langzeitarbeitslosen ist ja zum Beispiel eine völlig andere als die eines zeitweilig mittellosen Studenten, der nachher vielleicht aber einen hochdotierten Job in Aussicht hat. Also, ich denke, was die gesellschaftliche oder die gesellschaftspolitische Übertragbarkeit der Bedingungslosigkeit anbelangt, bin ich durchaus auch skeptisch, weil ein göttliches Wesenswerk, mal eine theologische Vision, ist nicht einfach in die Niederungen der gesellschaftlichen Realität übertragbar. Danke für den Tee. Also, es könnte eine Überforderung in zwei Richtungen sein. Ich kann nicht von der ganzen Gesellschaft quasi eine gottähnliche Großzügigkeit oder Großherzigkeit erwarten. Das gemeinsame Wesen darf zu Recht auch ein Stück Gegenleistung erwarten, fördern und fordern. Aber vielleicht werden auch die Empfänger überfordert. Setzt die Bedingungslosigkeit wirklich Eigenverantwortung frei oder fördert es auch Bequemlichkeit oder eine Erwartungshaltung an die Gesellschaft? Ich will mal so sagen. Jedenfalls wäre eine breite und hohe Bildung aller Voraussetzungen dafür, meiner Ansicht nach, denn in einer Gesellschaft, in der wir immer noch von bildungsfernen Schichten sprechen, kann ich mir das schwer vorstellen. Also müssen wir auch da wieder ansetzen. Rechtfertigung im politischen Alltag. Also, die grundsätzliche Übertragbarkeit der Grundaussagen der Rechtfertigungslehre auf das politische System hat wohl auch seine Grenzen. Wir können das nicht einfach eins zu eins anwenden. Gleichwohl gibt es zwischen Rechtfertigung und Politik auch recht konkrete und durchaus auch persönliche Bezüge. Denn das bislang Gesagte hat natürlich auch Folgen für das ganz konkrete politische Geschäft und für mich als Politiker. Rechtfertigung spielt im politischen Alltag an drei zentralen Stellen eine Rolle. Da ist zunächst die Rechtfertigung politischen Handelns durch Wahlen. Politische Macht ist in Demokratien immer eine Macht auf Zeit, verliehen durch den Souverän, den Wähler, das Volk. Ihnen ist der Politiker verantwortlich, sei es als Abgeordneter oder Regierungsmitglieder. Alles, was ich als Politiker tue, rechtfertigt sich aus dem Vertrauen, das mir die Wähler entgegengebracht haben. Ihnen muss ich zeigen, dass ich dieses Vertrauen verdiene.
Und deshalb muss ich mich auch vor ihnen rechtfertigen. Diese Rechtfertigung durch die Wähler ist aber nicht wie bei Gott bedingungslos. Denn als Politiker werde ich nicht an meinem guten Willen, sondern an den Ergebnissen gemessen. Wenn ich als Politiker scheitere, kann ich keine Gnade vom Wähler erwarten. Hier herrscht also Folgenethik. Deswegen muss man als Politiker auch jederzeit mit Versagen und Scheitern rechnen. Vieles, was wir tun, hängt ja auch gar nicht immer von uns selber ab. Hat ja auch viele kontingente Gesichtspunkte. Das Christentum ist aber eine Gesinnungsreligion. Deshalb darf ich als Christ hoffen, dass ich zwar als Politiker in den Augen der Wähler scheitern kann, aber deshalb noch lange nicht vor Gott, und das heißt für mich immer auch, und vor meinen Lieben. Da kommt es gerade nicht auf das Ergebnis, auch meine Leistung an. Und das hat für mich persönlich etwas sehr Befreiendes und Entlastendes, dass ich weiß, auch wenn ich als Politiker scheitere, scheitere ich noch lange nicht als Mensch. Eine weitere politische Rechtfertigung erfolgt durch das Recht. Das Recht wird gerne als geronnene Politik bezeichnet. Das umschreibt den komplexen gesellschaftlichen Prozess der Rechtfertigung, der am Ende in einen gesetzgeberischen Akt mündet. Ich bin als Politiker an dieses Recht gebunden. Dieses bildet die zweite Rechtfertigung politischen Handelns. Es kommt deshalb in der Regierungsverantwortung nicht darauf an, was ich selber für richtig, auch für moralisch richtig halte, sondern was Recht und Gesetz mir als Rahmen vorgeben. Ich meine, dass das nun nicht ausreißen kann, einfach in böse Taten, die dann, an denen der Erfolg ebenfalls gemessen wird, das steht Gott sei Dank unserer Verfassungsordnung vor. Das dürfen wir nie vergessen. Also der Erfolg böser Taten ist nun nicht gerechtfertigt durch das Grundgesetz. Aber das Recht und Gesetz gibt mir den Rahmen vor, und wo ich merke, dass mein Gewissen mir etwas anderes sagt, als das Recht vorgibt oder erlaubt, muss ich den mühsamen Weg der Gesetzesänderung beschreiten. Ich kann aber nicht einfach nur tun, was ich für richtig halte. Das Unverständnis der Menschen demgegenüber erfahre ich sehr oft. Da muss ich Ihnen immer sagen, ich bin nicht der König von Württemberg, sondern leider nur der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Ja. Kann also nicht immer gerade den UKAS rauslassen und dann geschieht, was ich so gern will oder was mir einer vorträgt. Ja. Ich merke es aber auch bei sehr ernsten Themen, wie etwa den umstrittenen Abschiebungen jetzt nach Afghanistan. Viele können nicht verstehen, dass ich als Ministerpräsident nicht beliebig über den Vollzug von Abschiebungen befinden kann, sondern an die Entscheidung des Bundes, der ist dafür nämlich zuständig und auch verantwortlich, gebunden bin und an die Urteile der Gerichte. Zum Beispiel, ob man in ein Zielland abschieben kann, liegt ausschließlich in der Verantwortung und Kompetenz des Bundes. Die Länder haben nur einen Spielraum, was die Person betrifft, ob die zum Beispiel krank ist oder Ähnliches. Ja? Also, das wird oft nicht verstanden. Das heißt, was ich persönlich jetzt von diesen Abschiebungen halte, ist erstmal nicht entscheidend. Wenn ich aber eine Änderung der Rechtslage nicht herbeiführen kann, dieser Rechtslage aus Gewissensgründen aber auch nicht genügen kann, dann muss ich mein Amt zur Verfügung stellen. Ich kann aber nicht einfach Gesetze ignorieren. Das wäre politische Willkür und Politik einer persönlichen Befindlichkeit. Damit bin ich bei einer dritten Rechtfertigung in der Politik. Der Mensch ist von Gott mit Vernunft und Freiheit begabt, eine Freiheit, die zur Verantwortung verpflichtet.
Diese Verantwortung bedeutet, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, an die Folgen des eigenen Handelns zu denken und auch Rechenschaft abzulegen über das eigene Tun. Ich will noch mal sagen, Folgen des eigenen Handelns heißt immer auch, die Kollateralschäden zu bedenken, die daraus entstehen kann, die wir oft, das ist das Schwierige an dem Geschäft, nicht immer ermessen können. Nicht? Und so können auch aus guten Absichten Negatives entstehen. Nicht? Darum gibt es ja den harten Satz in der Politik, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Nicht? So ein Satz kann ja nur in der Politik irgendeinen Sinn haben, gelte er für das menschliche Zusammensein. Insgesamt wäre das ja eine Katastrophe. Nicht, dann bräuchten wir keinen Gott und alles, was sich daraus ergibt. Also, aber in der Politik ist dieser Satz nicht unwichtig. Also, wir wollen und sollen als Christen Verantwortung übernehmen, nicht nur für uns, sondern für das Ganze, für alle Menschen, für die ganze Erde, für die Welt. Das meint ja wohl das Wort katholisch in unserem Glaubensbekenntnis. Ja? Als Christen vertreten wir keine Gruppeninteressen, wir sind keine Lobbyisten in eigener Sache, sondern setzen uns für das Ganze, für die Gemeinschaft ein. Dazu gehört selbstverständlich auch die Verantwortung gegenüber der Schöpfung, der Natur unserer Erde. Gerade dabei geht es zurzeit besonders ums Ganze. Ja? Dann sind wir ganz dicht bei Kants ethischem Universalismus. Kant forderte nämlich die Würde der Menschheit nicht nach eigener Präferenz nur zu einigen, sondern an jedem anderen Menschen praktisch anzuerkennen. Nicht? Da sieht man das Fruchtbringende des Christentums, wie es sich dann in der Aufklärung gezeigt hat. Fürs Ganze sich einzusetzen, heißt aber nicht, alles machen zu müssen. Politik ist nicht das Feld, große Utopien auszumalen, sondern es geht darum, eine Vision zu haben, auf dem Weg ihrer Erreichung auf sich zu fahren, konkret und realistisch zu bleiben und die Ziele Schritt für Schritt anzugehen. Der Philosoph Karl Popper hat dies Stückwerktechnologie genannt. Wir müssen uns also vor Überforderung und überzogenen Ansprüchen hüten gegenüber anderen und uns selbst. Der vielbeschworene Politikverdruss hat auch darin seine Quelle, überzogene Ansprüche an Politik und Politiker zu haben. Wir sollen Verantwortung übernehmen, aber nicht dem Hochmut oder dem Wahn verfallen, dass wir alles richten könnten oder müssten. Zur Endlichkeit des Menschen in der Welt und der Welt gehört, dass wir immer auch an unsere Grenzen stoßen, dass wir Fehler machen, dass wir uns in Zwängen, Widersprüchen und Irrtümern verlieren, dass wir am anderen schuldig werden. Auch ein Ministerpräsident kann die Welt nicht retten. Es wird immer ein fragmentarisches Wirken sein. Gott aber wird es dann zu einem Ganzen zusammenfügen. Umgekehrt gilt natürlich auch, dass ich zugestehen muss, dass auch andere Menschen Fehler machen. Fairness im Umgang mit Fehlern anderer ist in der Politik nun nicht sehr verbreitet. Ja? Gerade in der Politik reiten wir ja gerne auf den Fehlern anderer herum, weil wir uns davon Vorteile erhoffen. Es führt dann zu einer Fehlervermeidungskultur, das ist ein großes Problem und ich verwende viel Zeit darauf, dass ich Fehler vermeide. Nötig wäre aber eigentlich was anderes, nicht eine Innovationskultur, eine Risikokultur, indem man auch eine zweite Chance bekommt, nicht denselben Fehler wiederzumachen. Ja? Also dass wir mehr uns daran messen, wer hat gute, praktikable, umsetzbare Ideen, die natürlich immer auch scheitern können. Aber selbst wenn uns als Menschen diese Fehlertoleranz oft nicht vergönnt ist oder wir sie uns nicht gönnen,
Als Christen dürfen wir glauben, dass Gott das, was wir fragmentarisch versuchen, zu einem Ganzen zusammenfügen wird. Er wird das, was wir an Verletzungen und Bruchstücken hinterlassen, heil machen. Das ist Gottvertrauen. Und wenn das Wort Gottvertrauen nicht eine Floskel ist, dann ist das der wirkliche Glaube. Gottvertrauen heißt natürlich dann nicht, alles Gott zu überlassen. Wie heißt es so schön in einem Sprichwort, das dem Propheten Mohammed zugeschrieben wird: Vertraue auf Gott, aber binde dein Kamel an. Als Christen dürfen wir hoffen, dass Gott es fügen wird. In unserer Verantwortung liegt es jedoch, das Mögliche dann auch wirklich zu tun und die kleinen Schritte auch tatsächlich zu gehen. Ob im politischen Amt, im kirchlichen Dienst oder im privaten Alltag. Das gilt für uns alle jeden Tag. Und so versöhnen sich dann Rechtfertigung und Werk zusammen mit dem Vertrauen auf Gott, dass er diese kleinen Schritte zum Großen zusammentut. Deshalb ist das Gute, auch wenn es wenig erscheint, dass wir tun, nicht bloß ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern jeder Tropfen macht Sinn. Es ist der Sinn, den wir im Glauben an Gott finden. Ich danke Ihnen.